So, heute zeige ich euch, wie man das Fell eines Hasen schraffieren kann. Ich habe dazu einen Bleistift, einen grauen Pastellstift, ein Radiergummi und ein Papier. Dies kann ein Klopapier sein, eine Küchenrolle oder auch ein Tempotaschentuch. Das Papier werde ich erstmal falten. So, ich habe die andere Seite schon benutzt gehabt. Das Papier werde ich erstmal falten, so dass ich möglichst einen stabilen Stift bekomme. Ja, es gibt auch Papierstifte, die man kaufen kann, aber ich stelle mir meine Papiere lieber selber her, da ich dann die Oberfläche selber bestimmen kann. Ja, es ist wichtig, dass dieses Werkzeug relativ fest ist, ja, damit ich einen Widerstand habe. Das werdet ihr gleich sehen. So, als erstes beginne ich mit weichen Stellen. Ich werde also erstmal ja, das Fell sozusagen unterlegen. Dazu reibe ich diesen Stift kräftig an meinem Pastell ab. Und jetzt kann ich weiche Stellen sozusagen für das Fell unterlegen. Ja? Das heißt, mein kleines Werkzeug möglichst in kurzen Linien und erzeuge so die hellen, weichen Stellen. Gucke ich, dass ich eben ein bisschen heller werde am Ende. Ja? Und immer wieder reibe ich hierauf stärker ab. Und dann kann ich eben mit den dunkleren Stellen beginnen, um dann eben das Ganze auslaufen zu lassen. Ja? Wichtig ist eben, dass ich kurze Linien hinten werde ich das nicht ganz so dunkel machen, weil es ja weiter weg ist. Wichtig ist eben, dass ihr kurze Linien benutzt. Ja? Und ihr könnt auch das Ganze drehen und so richtig ein bisschen auch lebendig dann in lebendigen Richtungen drehen. Ja, den Stift, das ist ein kleines Werkzeug. Am Anfang muss ich natürlich vorsichtig sein, dass es nicht so intensiv ist. Ja, und wo die Stellen, wo ich näher hingucke, kann es natürlich auch ein bisschen intensiver sein. Ja, also ich werde hier deutlichere Stellen, intensivere Linien unterlegen, um dann am Rand ein bisschen heller zu werden. Ja, das heißt, wenn also mein Pastellpapierstift sozusagen schon ein bisschen ausläuft, ja, kann ich dann die intensiveren Töne hier in der Mitte festlegen, ja, weil hier natürlich der Gegensatz am stärksten ist. So, ja, und jetzt kann ich hier natürlich das Ganze ein bisschen auslaufen lassen. Und wie ihr seht, versuche ich das immer schön, meinen Stift zu drehen und zu wenden. Ja, das ist möglichst eben. Und alles, was mir nicht gefällt, kann ich ja dann später noch mit dem Radiergummi korrigieren. Ja, so. Und hier fange ich dann an, ein bisschen wegzukommen von den einzelnen Linien. Ja, hier, wo ich nämlich das nicht so intensiv brauche. Ja, sonst wird es zu kräftig alles. Das ist ja eigentlich erstmal nur die Basis sozusagen. So, und hier, ja, hier mache ich eigentlich nur so ein bisschen auch in dem, was unwichtiger ist, ja, würde ich das nur so ein bisschen unterlegen. So, und hier vorne kann ich dann wieder ein paar intensivere, deutlichere Linien machen, ja. Also ich unterscheide zwischen deutlichen Linien und undeutlichen Linien, ja. Ich finde auch, dass eben kräftige Stellen, also akzentuierte und betonte Stellen wichtig sind, genauso wichtig sind wie die unbetonten. Ja? Hier mache ich zum Beispiel noch ein paar leichtere Stellen hinein, weil ich das Fell eigentlich hier betonen möchte. Ja? Wir schauen ja auch immer auf das, was wir schauen, sehen wir immer kräftig und den Rest sehen wir nicht so kräftig gleichzeitig. So, wenn mir das jetzt hier zu viel ist, ja, es ist mir ein bisschen zu viel geworden, dann kann ich das noch korrigieren. Ja, und wieder ein bisschen wegnehmen oder auch mit dem Bleistift, ja, das nochmal ein bisschen
sozusagen angleichen, so wie es mir gefällt. Ja, auch wenn es hier jetzt zu viel ist, dann nehme ich das auch wieder ein bisschen weg. Also keine Scheu. Ja, und hier in diesem Bereich werde ich das sozusagen einfach noch mal ein bisschen zurücknehmen, ja, damit es nicht zu kräftig ist. Ja, den Rest kann ich einfach schön so, ja, auch wenn es zu gleichmäßig geworden ist, kann ich das hier noch ein bisschen zurücknehmen. So, jetzt werde ich mal schauen, dass ich hier, wo es nicht so wichtig ist, ja, also im Unwichtigeren, hier nochmal so ein bisschen einfach nur das, hier nochmal so ein bisschen rübergehe, ja, und so eine kleine Dunkelheit setze und dann kann ich hier nochmal richtig auch Fellhaare reinradieren. So, okay, so aufpassen mit Pastell, das verwischt nämlich schnell. So, jetzt habe ich eine wunderbare Voraussetzung. Halt, stopp, eins fehlt noch, das Auge. Das werde ich leicht umranden. So, muss man immer gucken, dass man das auch gut benutzen kann. Man kann es sich ja so herstellen, wie man möchte. So, mit dem kleinen Punkt drin. So, so ein bisschen noch ein Licht drin übrig lassen, fertig. Ja? Jetzt kann ich hier nochmal Licht wieder reinradieren, wenn es mir... wenn ich aus Versehen darüber gekommen bin. So, das sind also diese beiden. Und jetzt kann ich anfangen und wunderbar mit kleinen Linien, möglichst bewegt, ja, Felllinien zu setzen. Und zwar zusätzlich. Ja, also ich gucke, dass ich da so eine schöne Bewegung reinkriege. Ja, das kann ich so machen, wie ich es möchte. Ja, also ich kann das Haar mehr oder weniger bewegt lassen. Ja, und hier werde ich immer heller. Ja, und man müsste die Linien auch nicht so viel machen. Ne? Dort, wo es nämlich, ja, wo nicht meine Hauptaufmerksamkeit ist, die würde ich hier hinlegen. Ja, da mache ich es natürlich dann gezielter, dass es wirklich so ein bisschen wie Fell wirkt. Ja, fast wie Winterfell, so ein bisschen intensives Fell. So, und am Rand reicht eigentlich schon ganz wenig. Ja, man will es nicht überall so deutlich haben. Ja, auch hier würde ich jetzt anfangen wieder und schöne bewegte Linien reinsetzen. Ja, da kann man nämlich schön gucken, dass man den Stift dann führt. Ja, solche Linien, solche Linien. Ja, dass ich eine schöne Stiftführung habe, ja, vom Bleistift. So. Und dann kann ich immer ansetzen, wegziehen. Ja, dass ich nicht sozusagen so mache. Ja, so hier kann ich das Fell so ein bisschen deutlicher zeichnen. Ihr seht, dass ich das nur zusätzlich mache. So, und hier, da wo es nicht so wichtig ist, ja, kann ich es sozusagen schon fast ein bisschen auslaufen lassen, weil ich ja nicht alles scharf zeichnen möchte. Schärfe und Unschärfe sind für mich zwei wesentliche Bestandteile der Zeichnung und unserer Wahrnehmung. Ja? Also wenn ihr euch mal etwas anschaut, dann seht ihr, dass wenn ich auf etwas schaue, dann sehe ich nur die Mitte scharf und den Rest sehe ich nicht so scharf gleichzeitig. Ja? Wenn ich natürlich meinen Blick verändere und hier scharf gucken würde, würde ich das wieder nicht scharf sehen. Ja? Und so kann ich natürlich dann endlos weiterzeichnen, ja, dass man dann nämlich immer mehr Stellen scharf zeichnet, aber nicht alle. Ja, weil dann ist ja wieder die ganze Spannung weg. Ja, und das ist eben das Interessante bei der Zeichnung, dass man eben nicht alles gleich deutlich macht. Ja, ich finde, das muss man dann irgendwann schon vielleicht auch berücksichtigen, weil wir ja nicht so wahrnehmen. Wir nehmen nicht alles gleich deutlich wahr. Ja, und jetzt kann ich natürlich eben dann so viel Haare hinzufügen, wie ich Lust habe. Ja, vielleicht möchte ich hier nochmal Akzente setzen. Ja, dann mache ich es hier nochmal ein bisschen deutlicher, bevor es in den Fuß geht, aber nicht zu viel. Ja, weil das Auge addiert nämlich schon. So, jetzt kann ich nochmal ein bisschen schräg das Näschen schraffieren. Hier oben so ein bisschen kleinen Grauwert reinsetzen. Ja. Und dann kann ich eben auch hier nochmal das Auge schraffieren, das Innere. Alles natürlich dann diagonal, also schräg. Ja, so lasse ich ein bisschen Platz. Und wiederum mache ich es auch nur
an einer Stelle scharf. Ja, den Rest lasse ich auslaufen. Wenn das jetzt hier zu hell ist, kann ich hier auch noch ein kleines bisschen Grauwert reinsetzen. So, ich glaube, für heute reicht's.